Hallo, jetzt mal einen kleinen Tipp hier, wie ihr mit eurem neuen Subwoofer Mega TC, falls ihr euch den auch zugelegt haben solltet, mal eben die Liquids eurer Kollegen durchtesten könnt, um vielleicht dann bei denen halt ein passendes für euch zu finden, ohne dass ihr den ganzen Tank immer vollkippen müsst und dann die Hälfte wegkippen könnt. Das wird eure Kollegen wahrscheinlich auch nicht erfreuen. Vor allem gibt es ja auch das Problem, dass der Verdampferkopf dann eh versifft ist und ihr den Geschmack vom anderen Liquid da drin hat. Wie sollt ihr da also vergleichen? Viel Spaß damit. Ich mache es nicht so. Ich habe da eine andere Methode für mich gefunden. Und die kostet zwar auch dann in umgerechnet 15 Euro, aber nur einmalig. Und bietet den Vorteil, dass man noch einen zweiten Kopf hat für den hier, für den Subwoofer. Der sich übrigens auch optimal dem Gerät hier anpasst von der Größe. Und bietet ja nicht nur die Möglichkeit, ein Liquid zu testen, sondern ihr habt auch noch gleichzeitig einen zweiten Kopf. Das ist dieser hier. Das ist ein Deliwave Chaplin Mini. Wie gesagt, kostet so um die 15 Euro bei eBay, das Gerät hier. Geschmack mir übrigens sehr interessant. Er ist aber auch irgendwie klar, auch wenn er so klein ist, ist immer noch ein Tröpfler. Also jetzt kein Tank großartig. Da macht man ein paar Tröpfchen drauf auf die Watte. Und gut, da hat man ein paar Züge mit. Das ist also nicht sofort leer, das Gerät hier halt, aber ist lange nicht so ergiebig wie ein Tankverdampfer, der dann auch mal über einen Tag reicht. Da muss man eine Flasche mitführen. Aber man hat ja sowieso den Kopf hier von der Subwoofer. Das Ding ist deswegen interessant, weil es halt die Möglichkeit bietet, die Watte mal eben ganz kurz zu wechseln und gut ist. Und zwar habe ich hier mit einem Klettendraht, habe ich hier einen Topstove Coil gewickelt. Müsst ihr mal bei YouTube nachsehen, da werdet ihr einiges finden. Die sind optimal zum Liquid-Testen, weil die Watte einfach dahinter geklemmt wird. Also einfach mal Tröpfel drauf, Watte vollsaugen lassen und dann geht's los mit dem Geschmackstest. Sieht also so aus, vorne eine Scheibe förmlich und dann, wenn ihr neu getesten wollt, einfach die Watte rausziehen, neu rein, neue Tropfen drauf, testen. Das gleiche geht wieder von vorne los, halt Watte raus, neue Watte rein. Und das sind immer nur ganz kleine, winzige Stückchen Watte, die man dahinter schieben muss. Bei dem Tröpfler zumindest, halt, der ist nicht allzu groß. Das geht blitzschnell, man braucht dafür keine 20 Sekunden halt, dann hat man die Watte noch reingeklatscht. Und gut ist. Sollte natürlich den Draht vorher nochmal ein bisschen auslösen ohne Watte, wenn man Liquid wechseln möchte. So, ich schraube das mal hier auf den Mega drauf. Und wie man sieht, von der Größe her passt das wunderbar. Nochmal den Ring hier drauf. Natürlich das Loch hier von dem Tröpfler nach der Wicklung ausrichten. Ich habe jetzt hier einen zugeklebt, weil ich jetzt nur eine Wicklung gemacht habe. Ein bisschen SLM und reicht dafür vollkommen aus. Kopf drauf und los geht's. Klar, man muss umschalten auf Wattmodus halt. Außer weil da jetzt zufällig ein Nickeldraht drin in dem Tröpfler hier, macht jetzt keinen Sinn großartig für mich. Und dann geht's los mit dem Ziehen. Und wenn dann das gefallen sollte, hat man Liquid gefunden. Wenn nicht, einfach Watte rausziehen. Ein bisschen ekelhaft, sollte man eine Pinzette für benutzen. Neue Watte rein, den Draht kurz auslöten, damit der Rest auch noch weg ist vom Liquid. Neue Watte rein und das war es auch schon wieder halt. Also deswegen kleiner Tipp hier, der Tröpfler hier, dieser Chaplin, der ist unangenehm zu kriegen, 15 Euro, wenn es hochkommt, oder um die 15 Euro liegt ja wohl bei eBay, einfach mal nachsehen. Und das Gerät wird ausgeliefert mit einem Set halt an O-Ringen, Schraubenzieher, etwas Japan-Watte und diesen kleinen Täschchen. Da kann man auch Liquid zusätzlich reinpacken, hat also den Tröpfler bei und dann Liquid in so ein kleines Täschchen, was man ohne Probleme in die Hosentasche reinkriegt. Und ganz nebenbei halt dieser kleine Tröpfler, sieht auch ganz witzig aus auf dem Gerät hier. Übrigens müsst ihr den Ring, also bei mir war es zumindest so, den Ring müsst ihr hier verkehrt rum drauf setzen, weil der hat so eine Nut. Und wenn er diese Nut nicht beachtet, dann geht der Kopf zu tief runter auf die Watte. Mal gucken, ob ich das darstellen kann hier. Da ist eine kleine Nut, wie gesagt, wenn er die hier so rum drauf macht, also richtig rum drauf macht, halt, dann geht er zu tief runter und dann verglüht er euch, wo der Draht oben an den Plastikrand kommt, den Plastikrand und das schmeckt nicht gerade besonders gut. Also einfach verkehrt rum draufsetzen in den Ring und dann passt das.
Und wie ihr sehen könnt, passt also ganz gut zum Gerät hier. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Liquid-Testen und sagt dann mal ciao.